Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Die Sony A7 R5, heute gibt es das Langzeitreview. Ich habe die Kamera jetzt ungefähr ein Jahr im Einsatz und ich denke, ich habe ein sehr gutes, fundiertes Fazit inzwischen darüber gebildet, wie das ausfällt, wo ich auch etwas auszusetzen habe, wo ich wirklich meckern muss mit Sony. Das siehst du in diesem Video, deshalb lohnt es sich vor allen Dingen bis zum Schluss dran zu bleiben. Viel Spaß! Fangen wir an mit der Kamera erst einmal an sich. Sie steht nun hier, damit ihr sie sehen könnt. Sonst filmt mich immer die A7 R5 aus dieser Perspektive. Heute ist es die Canon, das heißt, heute habt ihr nicht den Sony-Look, sondern den Canon-Look mit 35 mm. Die Sony A7 R5 habe ich mir hier in diesem Fall mit einem Käfig auch dann gleich gekauft. Das heißt, ich habe einen Käfig ringsherum um die Kamera, um sie zu schützen und um sie vor allen Dingen auch besser in der Hand zu haben. Das mache ich nicht standardmäßig, das habe ich bei der Sony A7 R5 das erste Mal gemacht. Standardmäßig kaufe ich mir L-Brackets für die Kameras, damit einfach der Griff besser in der Hand liegt, damit mein kleiner Finger auch mit drauf passt und damit ich natürlich die Kamera ganz unkompliziert auf den Stativen benutzen kann, wenn ich denn muss. Also im Sinne von im Landscape wie auch im Hochformatmodus kann ich dann auswählen, in welche Richtung ich gehen möchte. Hier musste ich mir noch eine Stativplatte mit dazu noch dran kaufen. Aber an und für sich ist der Käfig sehr, sehr gut. Ich kann ihn sehr empfehlen, weil er tatsächlich sehr praktisch ist. Nicht nur für Fotografen, sondern auch für Filmer. Aber dazu kommen wir dann später noch. Die Sony A7 R5 ist an und für sich eine gewohnte A7, also eine Vollformat-Systemkamera aus dem Hause Sony, so wie man sie eben kennt. Ja? Und jeder, der die A7 III, A7 S3 Reihe, die A7 IV Reihe kennt, A7 R Reihe kennt, der weiß, was da auch kommt und was man bekommt. Sony hat sich für meine Begriffe sehr gut kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, man hat die Produktreihe wirklich gut gepflegt und hat statt einer Revolution eher Evolutionsschritte gemacht, was ich richtig gut finde, was ich jetzt nicht schlimm finde. Und ich finde, in der A7 R5 hat man das erste Mal Specs drin, die man natürlich sonst eher in gehobeneren Kameras wie der A1 hatte bisher. Das heißt also, der Autofokus und die intern verbaute Technik sollte dem sehr ähnlich sein. Außer der Sensor. Das heißt, die A7 R5 ist natürlich in diesem Fall eine natürlich top ausgestattete Kamera, bietet eine ganze Menge fürs Fotografieren und Filmen und dafür habe ich sie, wie gesagt, auch in dem letzten Jahr benutzt, sehr intensiv. Der Fokus lag bei mir eher auf der Landschaftsfotografie und Porträts hin und wieder, weil ich eben immer noch für Porträts vor allen Dingen die Canon einsetze, zum einen aufgrund der Objektive, die ich dafür habe und natürlich zum anderen auch des Looks wegen. Ich mag den Hautton aus der Canon, ich mag, wie es schon mit JPEG rauskommt, so ein bisschen wie bei Fuji, das sind Fotos, die sind quasi in JPEG fertig. Sony hat mit der A7 IV und der A7 R5 hier in diesem Fall deutlich nachgebessert. Ich muss sagen, dieser orange-gelb-stichige Look, den man sonst in den Hauttönen hatte, den findet man hier nicht mehr wirklich. Für mich ist Sony jetzt so zwischen Nikon und Canon, wenn man so möchte. Also wer diesen Nikon-Look auch kennt, dieser immer noch leicht grünstichige, vergleich das mal, wenn du eine Nikon hast, mach ein Foto mit der Canon und mit der Nikon und wenn du es daneben hältst, wirst du sehen, dass die Nikon etwas mehr ins Grünstichige geht. Das kann man korrigieren, das ist jetzt nicht so das Problem, aber von Haus aus sehen die Bilder ebenso aus, auch bei den heutigen neuen Nikons. Und Sony ist da dazwischen. Sony geht in Richtung Canon, würde ich sagen, aber ist natürlich immer noch so zwischendrin vom Look und inzwischen so gut, dass ich sagen kann, das kann ich für Auftragsarbeiten verwenden, das kann ich für Porträts verwenden, das ist wahrscheinlich ein bisschen der innere Monk in mir, dass ich sage, ich bleibe bei Canon, was das angeht und mache quasi den Schwerpunkt erstmal nur mit der Canon und die Sony ist vor allen Dingen fürs Filmen bzw. für die Landschaftsaufnahmen da, denn das macht sie ziemlich gut. Also man kann mit der Kamera wirklich richtig gut fotografieren. Ich habe das Gefühl, gerade für die Landschaftsfotografie ist es die perfekte Kamera. Die perfekte Kamera nicht nur wegen der Auflösung des Sensors, dazu kommen wir gleich, sondern auch, weil sie ein Rundumpaket bietet, was wirklich, wirklich gut ist und teilweise einzigartig am Markt. Ich kann gerade auch umschalten zwischen den Auflösungen auf dem Sensor. Das heißt, nehme ich die 61 Megapixel oder möchte ich nur 26? Das sind schon Sachen, die sind nicht trivial, die kann man tatsächlich sehr gut in den Alltag auch als Landschaftsfotograf mit einbinden. Aber sprechen wir erstmal über die Kamera, bevor wir über das Fazit an sich schon sprechen. Die Kamera an sich ist natürlich sehr hochwertig verarbeitet. Wenn ich sie in die Hand nehme, fühlt sie sich an wie eine nicht nur teure Kamera, sondern auch wie eine professionelle Kamera, mit der ich arbeiten möchte.
Das ist kein Vergleich mehr zu den Anfängen der A7-Reihe. Ich hatte ja die erste A7R auch gehabt, als ich auf den Markt kam. Das ist eine ganz andere Kamera hier. Also hier sprechen wir nicht mehr von dem, was damals verbaut wurde. Hier finden wir definitiv deutlich bessere Haptik und deutlich bessere Technik vor, als noch vor vielen Jahren das der Fall gewesen ist. Wir haben eine ganze Menge Custom-Buttons. Das heißt, ich kann mir die Kamera wirklich so konfigurieren, wie ich das möchte. Und die Knöpfe sind auch inzwischen so groß, dass ich sage, jetzt haben sie auch die Größe, dass es wirklich passt. Also diese kleinen Knöpfe, die es mal früher gab bei den Sony A7 Kameras, die sind wirklich der Vergangenheit. Die Kameraknöpfe sind jetzt so groß, dass ich mit dem Daumen hinkomme, dass ich mit dem Zeigefinger hinkomme und dass ich sie wirklich auch mit einer Hand recht gut bedienen kann. Ich habe nicht nur den Play-Button hier unten und den Mülleimer fürs Löschen, was ich sehr gut finde. Deshalb mag ich eben auch die Canon, weil ich mit einer Hand, quasi mit einem Finger, mit dem Daumen alles bedienen kann. Den Joystick, das Moduswahlrad, kann bestätigen und ich kann auch noch in den Play-Button drücken und löschen und muss nicht umgreifen. Das ist wirklich ein Game-Changer, wenn du on location bist und nur eine Hand eben frei hast. Du kannst hier oben alle Knöpfe dir frei belegen, bis auf den Menü-Button natürlich. Ansonsten kannst du hier die Kamera auch sperren, du kannst die locken, du kannst die Tasten quasi dir locken, damit du nicht versehentlich was umstellst. Du kannst hier oben auch noch die dementsprechenden Buttons für dich frei belegen. Das heißt, die vorgegebenen Funktionen kannst du alle rauslöschen im Menü und kannst selbst festlegen, was du damit einstellen möchtest. Du hast hier unten noch den Mülleimer sogar noch zur Verfügung, den kannst du auch noch selbst belegen. Und du kannst natürlich auch das Moduswahlrad, hier ist ISO drauf, das habe ich auch so gelassen. Theoretisch könntest du aber was anderes auch drauflegen. Du hast hier oben, das finde ich ein bisschen schade, du hast hier oben dieses zusätzliche Moduswahlrad. Das war früher oder ist bislang auch noch das Einstellrad für die Belichtungskorrektur. Und ich frage mich zum einen, warum Sony hier den Lockschalter mit eingebaut hat. Denn das Drehrad ging schwer genug in den vorhergehenden Kameras. Es ging schwer genug, als dass man es verstellen hätte können aus Versehen. Also das finde ich ein bisschen schade, dass man das jetzt gelockt hat. Und dann geht es eben auch zu leicht, wenn es dann frei ist. Und zum anderen finde ich es schade, dass man diese Skala nicht mehr oben draufstehen hat. Da frage ich mich, warum das Sony so gemacht hat, aber sie werden ihren Grund gehabt haben und es wird genügend User draußen gegeben haben, die gesagt haben, wir möchten das genau so. Ich wäre jetzt nicht dabei gewesen, ich hätte gesagt, lasst es bitte so, wie es ist, weil ich das tatsächlich sehr praktisch finde. Ansonsten habt ihr ein hinteres Drehrad hier oben, wie man das von vielen Kameras kennt, und ein vorderes Drehrad natürlich auch. Die Drehräder lassen sich nicht drücken, wie bei Fuji, das mag ich ja bei Fuji, dass man drehen und drücken kann. Das ist eine ziemlich coole Kombination, gerade was das Hineinzoomen in das Bild angeht, also in das Live-Bild, wie auch in das Bild über die Abspielfunktion. Ist leider nicht der Fall. Und was natürlich richtig gut ist, ist der An- und Ausschalter, der ist hier oben. Und den kann man tatsächlich auch mit einer Hand gut bewegen. Nicht wie bei Canon, wo man die zweite Hand braucht. Quasi links muss ich ein- und ausschalten und rechts muss ich auslösen. Wird ein bisschen umständlich, das heißt also, das ist wirklich gut gemacht von Sony, dass man hier mit einer Hand alles hier rechts bedienen kann. Dann gibt es hier vorne noch, ihr seht das, hier gibt es auch noch einen Custom-Button. Der C2-Button ist das und der Aufnahme-Button für die Videofunktion. Der war früher hier hinten neben dem Sucher. Ich fand den dort okay, aber im Workflow ist tatsächlich ein Ticken besser, wenn er hier vorne ist, weil du in der Regel die Kamera auch so in der Hand hast. Und bevor du mit deinem Daumen hier rüber bis zum Sucher gewandert bist, weil manchmal sucht man den auch, wo ist denn der Aufnahmeknopf, ist er dann hier. Und das finde ich völlig okay. Also ich habe das auch so gelassen in der Belegung. Für mich gab es da keinen Anlass zur Änderung. Daneben natürlich noch das Moduswahlrad. Ihr seht, das ist gelockt standardmäßig. Und hier gefällt mir jetzt wirklich, dass man nur reindrückt, um den Modus zu verändern und dann wieder rausgeht mit dem Finger. Also ich drücke nur rein, wenn ich es bewegen möchte. Und so geht es auch nur zu bewegen. Und lasse ich los, ist es gelockt. Finde ich viel besser als diese Lösung hier. Reindrücken, dann kann ich es rausdrücken, dann kann ich es bewegen und wieder reindrücken, dann ist es gelockt. Ich mag diesen Modus nicht, das gefällt mir auch an der Fuji nicht, muss ich sagen. Da hätte ich mir auch gewünscht, wenn man das so gemacht hätte, weil es einfach viel praktischer ist. Und so muss ich das Wahlrad quasi zweimal anfassen. Einmal zum Benutzen und einmal zum Locken. Gott sei Dank ist es hier in diesem Fall nicht der Fall. Dementsprechend bin ich da sehr zufrieden und sehr happy damit. Was ich auch richtig gut finde und wirklich einzigartig finde, ist natürlich die Möglichkeit hier zwischen Foto und Video ganz schnell umzuschalten. Da hat Sony sich wirklich was richtig Gutes einfallen lassen, dass man, ihr seht das hier vorne, dass man hier vorne quasi mit dem Zeigefinger umschalten kann zwischen Foto und Video und S und Q. S und Q für die Slow-Motion-Timelapse-Funktion. Das ist wirklich ein Game-Changer. Also bei anderen Kameras muss man erst ins Menü gehen oder eine Tastenkombination drücken und hier schiebe ich einfach mit meinem Zeigefinger quasi intuitiv von links nach rechts oder eben umgedreht
um in den Modus zu kommen. Und ich habe dementsprechend gleich ein anderes Menü in der Kamera, wenn ich umschalte. Das ist wirklich richtig gut. Außerdem habe ich die Möglichkeit, hier über dieses Moduswahlrad, ihr seht das hier oben, mindestens 3 belegbare Presets draufzulegen. Ich habe für das Filmen beispielsweise für drinnen und draußen verschiedene Standards mir eingestellt und draufgelegt, sodass ich im Studio, wie jetzt hier drinnen, einfach nur in das Videomenü gehe, meinen Standard-Preset 1 auswähle und das sind alle Einstellungen gleich, immer, egal wann ich aufnehme. Das ist wirklich ziemlich gut, dass man das auch ganz einfach hier gelöst hat, sodass ich immer wieder quasi diese Einstellungen abrufen kann. Genauso natürlich für draußen. Draußen sind natürlich andere Lichtbedingungen und wenn man draußen etwas anderes braucht, kann man auch darüber das Ganze sich ablegen und dann immer wieder abrufen. Was hätte ich mir gewünscht am Body? Wir kommen gleich noch auf das Highlight. Hier oben hätte ich mir zumindest gewünscht, wenn man ein Schulterdisplay eingebaut hätte. Ich mag das ja, ich finde, das sieht auch ziemlich sexy an Kameras aus, wenn man hier oben noch ein Display hat, wo man erkennt, welche Einstellungen getätigt wurden, welche Akkustandszeige gerade gibt. Also das finde ich ziemlich gut, wenn man diese Informationen hier oben noch ablesen kann und nicht erst auf die Kamera unten drauf schauen muss oder durch den Sucher. Ich sehe hier oben, welche Einstellungen eingestellt wurden. Das beruhigt mich auch ein bisschen in der Benutzung der Kamera, wenn ich sie quasi so am Körper trage, für Auftragsarbeiten oder fürs Filmen und sehe nochmal von oben, wie die Einstellungen sind, finde ich persönlich etwas besser. Ja, das sieht nicht jeder so, das ist mir klar. Aber mich würde interessieren, ob du ein Schulterdisplay hier sinnvoll findest. Wenn ja, schreib mir das bitte gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und wir erinnern uns, Nikon hat auch die Möglichkeit, auch kennen, dass man im ausgeschalteten Zustand trotzdem den Akkuzustand hier oben sieht. Also die Akkustandsanzeige leuchtet dann trotzdem und verbraucht quasi fast nichts an Strom. Das finde ich tatsächlich richtig praktisch, dass man gleich auf einen Blick sieht, ach, die Kamera ist noch 3/4 voll, reicht für meine Session draußen noch, ich nehme das jetzt so mit, wie das ist. Und bei Sony muss ich eben die Kameras einschalten, muss durch den Sucher schauen, ne, wie sieht der Akku aus oder lade eben gleich auf. Okay, ansonsten haben wir an der Seite hier die Möglichkeit, 2 verschiedene Speicherkartentypen hier anzubringen. Natürlich kann man auch die neuesten, die UHS SD-Karten verwenden, die benutze ich standardmäßig. Die anderen CF Express benutze ich nicht. Zum einen sind sie mir einfach zu teuer von Sony und zum anderen reichen sie für das, was ich mache. Wenn ich Slow Motion 4K 120 Bilder pro Sekunde aufnehmen möchte, das kann sowieso nur meine Canon und dafür habe ich dann die Karte. Demzufolge reichen mir hier ganz normale SD-Karten und wir alle Mac-User sind, glaube ich, glücklich darüber, dass es nach wie vor die SD-Variante gibt und sich nicht etwas anderes durchgesetzt hat, weil wir auch in den MacBooks beispielsweise die SD-Karten ganz einfach einstecken können und verwenden können. Selbst gar nicht. USB-C habe ich schon genutzt zum Aufladen tatsächlich. Jetzt weniger, um Daten rüberzuziehen, aber zum Aufladen finde ich das praktisch, gerade wenn du unterwegs bist. Das kann man mal mitmachen, wenn quasi noch ein dritter Akku geladen werden muss und kein Platz mehr in den Ladegeräten frei ist. Und zum Schluss natürlich das große Highlight, das Display. Also das Display ist das Beste, was ich zumindest in der Funktionalität bisher am Markt gesehen und genutzt habe. Ihr habt es gerade eben gesehen, ich kann das Ganze klappen, swiffeln, ich kann das Ganze auch kippen und neigen. Und früher gab es bei Sony nur die Möglichkeit, die Displays so kippen und neigen zu können. Dann gibt es die A7 IV, die eben dieses Swivel-Display hat, aber du kannst auf dieser optischen Achse nicht das Display kippen. Du musst immer ausklappen, du bist gezwungen, das Display dann so zu benutzen. Und auch wenn das als Filmer völlig okay ist, auch für die vielen Fotografie-Situationen auch in Ordnung ist, gibt es dennoch Situationen, wo du vielleicht doch das Display so vor dir möchtest, vielleicht auf dem Stativ gerade, und du es nur kippen magst. Und dann ist das wirklich, dann ist das auch hier wieder, muss ich sagen, ein Gamechanger, dass man das wirklich mit verbaut hat. Das ist die erste Kamera überhaupt am Markt, die sowas gerade aktuell zumindest besitzt. Und ich bin glücklich darüber, dass es die Sony A7 R5 hat, weil es so praktisch ist. Und fürs Filmen, fürs Vlogging, fürs YouTube-Filmen, für mich ist es ultra praktisch. Ich sehe mich auf dem Display. Es ist groß genug, es ist hochauflösend genug, sodass ich alles gut erkennen kann. Und das ist ideal, wenn die Kamera hier vor uns steht und filmt mich. Und ich sehe darauf, ich brauche nicht zwingend einen extra Monitor, auch wenn ich ihn habe. Aber ich brauche ihn nicht zwingend und das ist wirklich gut. Das Display ist natürlich touchfähig. Du kannst darauf alles in Touch einstellen. Du kannst auch in das Bild hineinzoomen, in diesen Pinch-to-Zoom-Effekt. Das geht Gott sei Dank auch inzwischen bei Sony. Man hat also das Touch endlich voll integriert, was wirklich gut ist, ein bisschen spät kommt, aber gut ist.
Und das Display und der Sucher sind so hochauflösend, dass du die Bilder wirklich gut bewerten kannst. Das heißt, du kannst im Foto wirklich erkennen, ist es scharf, wurde auf die Augen fokussiert oder ist das Objekt wirklich scharf genug, sodass es am Ende auch für das Ergebnis gut genug ist oder eben nicht. Das war bei der A7 IV schon gut, das Display und der Sucher, aber nicht auf diesem Niveau. Das ist Canon R5 Niveau definitiv vom Display und vom Sucher. Und das sieht man auch. Und das ist wirklich in der Praxis ein echter Unterschied, wenn du unterwegs bewerten möchtest, ob deine Aufnahmen wirklich scharf sind. Also das wird unterschätzt. Das Display ist gut. Die anderen bislang waren eher so okayisch bei Sony, muss man auch sagen. Aber man sieht, sie können es. Und ich würde mir wünschen, dass sie bei der A7 IV Nachfolge auch so etwas mit einbringen, dass man wirklich die guten Displays dann in allen höherwertigeren A7 Kameras damit drin hat. Okay, soviel zum Sucher, soviel zum Äußeren der Kamera. Jetzt ist ein bisschen die Frage Funktionalität, weil ich gar nicht so ganz auf die Spezifikation eingehen möchte. Die wurden ja schon von mir bereits genannt. Wie sieht es denn mit der Funktionalität aus, mit dem Handling und auch dem Workflow mit der Kamera? Und da muss ich sagen, sind 61 Megapixel nicht zu verachten, wenn man an die Nachbearbeitung denkt. Also wenn du rein fotografieren unterwegs bist und 61 Megapixel benötigst, dann ist das natürlich im Hause Sony deine erste Wahl, die Kamera, die du dir holen solltest. Wenn du aber zu Hause einen Rechner hast, der jetzt ein bisschen schwach auf der Brust ist, dementsprechend die Speicherkapazitäten bei dir noch nicht so richtig da sind, dann solltest du dir im Klaren sein, dass du auch nur bei einer Fotosession tatsächlich mit vielen Datenmengen zurückkommst, mit großen Datenmengen, und die wollen bearbeitet werden. Also die wollen gespeichert werden, die wollen gesichert werden, auch nochmal als zweites, und die wollen auch verarbeitet werden. Und in Lightroom sieht es dann schon ein bisschen anders aus, wenn man dann die 61 Megapixel öffnen möchte nach dem Import. Das dauert schon ein bisschen, und auch der Export, das dauert halt einfach eine Weile. Ja? Also alle Programme laufen etwas langsamer damit. Das ist völlig normal, das liegt in der Natur der Sache, weil einfach mehr berechnet werden muss. Aber es ist so, dass die 61 Megapixel tatsächlich alles etwas langsamer machen. Das solltest du im Vorfeld wissen. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, man ist damit ultra langsam unterwegs, aber man braucht einfach Technik auf der Höhe der Zeit. Also mit einem Rechner, der 8 Jahre alt ist, wird es schwierig mit diesen Fotos. Es geht natürlich, klar, du kommst dann auch am Ende raus mit einem fertigen Foto, aber es dauert einfach viel länger als mit heutiger neuerer Technik. Und auch die Datenübertragung von der SD-Karte auf den Rechner, auf die Festplatte, das ist immer abhängig davon, welche Festplatten hängen dran, welche Übertragungsgeschwindigkeit wird überhaupt zugelassen aufgrund der Technik. Dessen solltest du dir bewusst sein. Bist du mit all dem fein und happy, dann ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, aus Fotos wirklich viel herausholen zu können, im Sinne von, du kannst auch reinzoomen und reinkroppen quasi ohne Ende. Also 61 Megapixel, das ist schon eine Ansage, weil du da wirklich so weit reinzoomen kannst, also in Makrofotografie gerade oder in Porträtfotografie, da kannst du so viel rausholen, weil du einfach sehr weit hineinzoomen kannst. Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Also ich muss sagen, das macht mir auch persönlich Spaß, in diese Fotos hinein Pixel zu piepen, hereinzuschauen, wie tief man quasi reinzoomen kann. Und zumindest in der Porträtfotografie ist es so, dass es ein Vorteil ist, wenn du viel retuschieren möchtest oder musst sogar, weil du einfach mehr Details hast. Du siehst die Poren viel besser auf der Haut, du siehst kleine Fehler, du siehst einfach Sachen besser, du kannst Dinge besser beurteilen im Nachhinein, wenn du eine höhere Auflösung hast. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach dem Zuschnitt immer noch genügend Megapixel zur Verfügung zu stellen. Also gerade wenn ich für Kunden Fotos aufnehme, letztens waren wir ein Fotoshooting machen für einen Fahrradkleidungshersteller, und da möchte ich natürlich auch Details rausholen. Ja? Und wenn ich das Logo dann am Ende rausschneide aus dem Bild und nur noch 12 Megapixel übrig bleiben, dann funktioniert das für Social Media, für ein bisschen Web geht das noch, aber sobald du in den Druck gehen möchtest oder irgendwie über größere Werbeplakate gehen möchtest, wird es dann einfach eng und dann fehlt die Auflösung, und dessen sollte man sich bewusst sein. Und für solche Sachen nehme ich dann gern eher höher auflösende Kameras wie die Canon R5 oder eben die A7 R5, weil sie eben die hohe Auflösung hat und weil sie den hohen Dynamikumfang hat, wo ich noch ein bisschen was rauskitzeln kann, und das sollte man einfach nicht unterschätzen. Braucht das jeder? Nö, nicht wirklich. Möchte das jeder haben? Ja, wahrscheinlich schon, weil du damit einfach eine ganze Menge, wie ich gerade eben gesagt habe, machen kannst. Dynamikumfang ist auch so eine Sache, 14 Blendenstufen, knapp über 14 Blendenstufen hat die Kamera, und das ist sehr, sehr hoch. Das ist auf dem Level von Nikon, also gefühlt war ja Nikon für mich immer so ein bisschen so top-notch, was Dynamikumfang betrifft, aber Dynamic Range ist hier auch kein Thema mehr. Zum einen aufgrund der hohen Auflösung und zum anderen aufgrund des Sensors, aufgrund der guten Signalverarbeitung, ist es einfach so, dass du eine ganze Menge rausholen kannst aus den Bildern.
Was du auch richtig gut machen kannst, ist Video aufnehmen. Denn wenn ich auf meine Canon hier schaue, hier läuft gerade die Zeit runter, 22 Minuten. Ich kann maximal 29 Minuten am Stück aufnehmen. Das ist bei Sony nicht der Fall. Hier kann ich natürlich unendlich aufnehmen, bis die Karte voll ist. Denn Überhitzung war hier bei mir nie ein Problem. Bei Canon, ja, da ist das manchmal so eine Sache, je nachdem, wo man sich befindet. Also auch Video kannst du durchaus richtig gut umsetzen mit der Kamera. Ich habe mit der Kamera inzwischen sehr viele Videos gedreht. Ich habe sehr viele Shorts für YouTube hier gedreht, für Instagram habe ich auch einiges gedreht, also alles, was hochformatig gedreht werden muss, geht richtig gut mit der Kamera. Du kannst natürlich auch im Landscape-Modus ganz normal filmen. Was ein bisschen schwierig ist, ist Rolling Shutter. Ich finde, dass die Kamera Rolling Shutter nicht gut kann, im Sinne von, sie zeigt sehr deutlich Rolling Shutter. Also wenn du diese Schwenks machst im Video, ihr kennt das, ja, man möchte mal zeigen, wo man ist, oder mal kurz jemand rüber schwenken, dann siehst du im Rolling Shutter, wenn das Bild quasi ein bisschen verzerrt nachgerechnet wird. Das liegt in der Natur der Sache, weil der Sensor Zeile für Zeile ausgelesen wird. Und das ist hier ein bisschen träge, muss ich sagen, trotz dieses neuen Doppelprozessors, der da drin verbaut wurde. Rolling Shutter ist nicht so gut bei der Kamera, nur dass ich es mit gesagt habe. Also da würde ich auf eine andere Kamera setzen, wenn dir Rolling Shutter sehr, sehr wichtig ist. Wenn du vor allen Dingen viel schwenkst und viel in Bewegung machst, da gibt es dann wahrscheinlich andere, bessere Lösungen. Ansonsten 4K-Auflösung ist wirklich sehr, sehr gut. Auch die Zeitlupenfunktion nutze ich sehr häufig, muss ich sagen. Und auch damit bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich mag das Bild, ich mag das Footage, was hier aus der Sony rauskommt, weil ich damit wirklich allein mit den Standardeinstellungen und Einstellungen schon richtig gut arbeiten kann. Ansonsten gibt es zur Videofunktion, denke ich, noch eine ganze Menge zu sagen, aber ich möchte gar nicht so weit ausholen, weil das auch sehr individuell ist. Du kannst dir deine Kamera so konfigurieren, wie du es möchtest. Du kannst dir deine Profile anlegen, du kannst dir die Schärfe einstellen, du kannst dir den Farblook nochmal einstellen, du kannst auch in ganz normalen Szeneton arbeiten, du kannst im Log-Profil arbeiten, du kannst aber auch im Standard-Profil arbeiten. Das ist dir überlassen, je nachdem, wie viel du am Ende Zeit und Arbeit reinstecken möchtest, kannst du es dementsprechend dir anlegen und so nutzen. Ich selbst nutze Szeneton oder dieses Log-Profil von Sony eher selten, eher für Auftragsarbeiten, für YouTube nicht. Für YouTube reicht mir mein Standard-Preset, was ich hier habe. Ich tune ein bisschen nach im Nachhinein und dann bin ich total glücklich damit und das reicht auch für YouTube. Für alle anderen Sachen stehen dir natürlich alle Türen und Tore offen, wenn du dir die Kamera in dem dementsprechenden Log-Profil einrichtest und dann mit anderen Videos von anderen Kameras natürlich auch dementsprechend matchen möchtest. Zur Fotofunktion habe ich vielleicht noch etwas vergessen. Und zwar das Thema Auflösung. Ja, du hast 160 Megapixel, du kannst, und das ist wirklich richtig cool von Sony, du kannst dir mit einem Preset auf die Taste festlegen, dass du die Auflösung des Sensors reduzieren möchtest. Im Sinne von, es werden quasi die Pixel zusammengerechnet und du kannst das in drei Stufen machen, in der S, M und L Komprimierung. Und du kannst dann bis auf 26 Megapixel runtergehen. Das ist natürlich deutlich weniger, fast ein Viertel nur noch oder ein Drittel fast nur noch von der ursprünglichen Sensorauflösung. Aber du hast die Möglichkeit, dir einfach die Dateien kleiner zu schreiben. Das ist wirklich gut. Das wird unterschätzt und gerade wenn du unterwegs bist und sagst, es sind heute jetzt nicht die Killer-Shots, die Fotos, die ich jetzt unbedingt brauche, sondern die mache ich für mich so ein bisschen mit oder von der Familie, dann reichen 26 Megapixel in der M- beziehungsweise in der S-komprimierten Variante völlig aus. Also damit kann man immer noch genügend machen. Das sind immer noch genügend Megapixel, um zuzuschneiden am Ende. Und die reichen auch für ein gutes JPEG unterm Strich aus. Also das ist Sony wirklich gut gelungen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Da geht ein großes Lob raus. Womit ich ein bisschen kritisch bin, ist der Autofokus. Kommen wir auf das Thema Autofokus noch zu sprechen. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund. Ich war mit der Sony A7 R5 auf den Lofoten unterwegs. Ich war in Norwegen, in Schweden, in Dänemark, in Deutschland natürlich sowieso, Österreich und Schweiz eine ganze Menge unterwegs. Und mir ist besonders auf den Lofoten in der Wildlife-Fotografie aufgefallen, wie schlecht der Autofokus ist. Im Sinne von, er trackt nicht immer das Auge der Vögel oder den Körper der Vögel, wenn man jetzt gerade Wildtiere fotografiert. Und das war tatsächlich des Öfteren ein Problem. Insbesondere, wenn wir ein bisschen geäst davor haben und ich aber die Priorität auf das Objekt gestellt habe in der Kamera und die Kamera trotzdem eben auf den Ast scharf stellt und gar nicht erkennt, dass dahinter ein Vogel ist. Wir haben künstliche Intelligenz in der Kamera, wir haben auch schon ein Update in der Kamera, ich glaube sogar zwei Updates, ein Update gab es auf jeden Fall. Und ich habe gehofft, dass mit diesen Updates das Ganze behoben wird und ich habe auf den Lofoten in Norwegen habe ich einen Seeadler fotografiert, der gerade frisch am Morgen seine Beute gefressen hat am Meeresrand und ich war tatsächlich wirklich
erstaunt, wie schlecht die Kamera damit umgegangen ist. Also das Objekt war völlig frei von irgendwelchen Geäst oder Vordergründen, Hintergründen. Es war nur ein bisschen Gras im Vordergrund, dann der Adler und im Hintergrund nur Wasser. Und wir hatten keine Gegenlichtsituation, wir hatten keine komplizierte Situation. Ich hatte nur das native 200 bis 600 mm Objektiv an der Sony dran und sie hat es nicht ein einziges Mal geschafft, den Adler korrekt auf dem Auge zu treffen. Sie hat den Körper teilweise erkannt, aber auch da war im Nachhinein das Foto nicht scharf. Man kann das zwar retten mit entsprechender Software, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass man am Ende Fotos hat, die man retten muss, sondern ich bin davon ausgegangen, dass diese Kamera das wirklich gut kann und das konnte sie in vielen Situationen nicht. Porträtsituationen, Auge tracken, Menschen oder auch ein spielender Hund, das geht alles, das ist kein Problem. Also ja, Erwachsene oder Kinder oder hier spielt jemand mit dem Ball oder das ist alles kein Problem für die Kamera, aber alles was dann Wildlife ist, also Tiere, Hirsche, Rehe, Füchse oder eben auch die Seeadler, die waren tatsächlich ein Problem für die Kamera und ich war erstaunt, wie schlecht das lief und ich bin da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hoffe Sony bessert danach und liefert nochmal Updates, dass man das wirklich behebt, weil sie können das. Sie können das wirklich, dass der Autofokus am Auge oder daran klebt, wo er eben kleben soll. Das haben sie schon des Öfteren gezeigt, nicht nur mit der A7 IV. Auch diese Kamera kann das, aber eben nicht im Wildlife und da muss ich sagen, da muss bei Sony noch ein bisschen was passieren. Jetzt habe ich so viel Kritik geübt an dem Autofokus, aber vielleicht ist es auch in meinem Fall sehr explizit, dass nur diese Kamera dieses Problem hat. Wenn es bei dir der Fall ist mit deiner Sony-Kamera, dann schreib mir das bitte mal gerne in die Kommentare. Egal, ob das jetzt die A7 IV ist oder ein anderes Modell, wenn du auch das Problem gerade im Wildlife hast, schreib mir das bitte mal hier unter das Video. Das würde mich sehr interessieren, da würde ich mich gerne mit euch ein bisschen dazu austauschen. Thema Kritik, einen Punkt habe ich noch, da müssen wir jetzt noch durch. Und zwar ist es das Thema die Schnelligkeit und die Performance der Kamera. Es ist nicht so, dass die Sony A7 R5 in ihrer Schnelligkeit, in ihrem Einschaltmodus, wie schnell sie verfügbar ist, nicht so schnell ist wie die Canon R5. Da ist die Canon immer noch ja, sofort da. Ich schalte sie ein, sie ist sofort da. Das ist bei der Sony immer noch nicht der Fall. Da hat man immer noch das Gefühl, sie muss erst hochfahren, sie muss booten. Und ganz schlimm ist es, wenn du vom normalen Displaybetrieb umschaltest, also wenn ich quasi hier drüber mein Bild sehe in der Landschaftsfotografie und klappe das Display zu und schaue durch den Sucher, dann dauert es gefühlt 2-3 Sekunden, bis ich da ein Bild sehe. Und das ist für mich ein totales No-Go und ich verstehe es auch gar nicht, denn es gibt hier oben auch diesen Sensor, der erkennt, ob ich an der Kamera nah dran bin, ob ich jetzt den Sucher nutzen möchte oder doch das Display. Und das ist für mich so ein Kriterium, wo ich sage, das gibt es eigentlich gar nicht. Das sollte unbedingt gefixt werden, weil das sind Momente, die fehlen mir. Also gerade wenn ich on location bin am Fotografieren und es geht schnell und hektisch zur Sache, vielleicht gerade in Sport-Action-Fotografie oder in der Wildlife-Fotografie, dann möchte ich keinen Moment verpassen. Und wenn ich gerade eben doch das Display zuklappe, weil die Situation sich gerade ändert und ich brauche den Sucher, dann kann es nicht sein, dass ich 2 Sekunden warten muss, bis es umgeschalten hat intern auf den Sucher. Also rückwärtig umgeschaltet funktioniert sauschnell. Vom Sucher auf das Display, das klappt sofort, aber eben die andere Richtung nicht. Und da frage ich mich wirklich, woran hat es gelegen, dass man das freigegeben hat? Das wird doch jemand bemerkt haben im Hause Sony. Also spätestens bei der Endabnahme des Produktes muss man doch gemerkt haben, dass das Umschalten zwischen Display und Sucher beim Zuklappen einfach dauert. Also da wünsche ich mir ein Update unbedingt, weil das kenne ich so gar nicht von Sony, dass es so lange dauert und von den anderen Kameras, die ich habe, kenne ich das überhaupt nicht. Da wird sofort umgeschalten. Also selbst meine Fuji kann zwischen Display und Sucher sofort unterscheiden und schaltet sofort um. Okay, es ist so, in meinem Fall so, es stört mich tatsächlich sehr. Und zwar so sehr, dass ich mich inzwischen im Vorhinein entscheide, ob ich den Sucher benutze oder eben das Display. Teilweise lege ich auch die Priorität fest, aber das kann es natürlich nicht sein, dass man so ein Problem mit der Kamera hat. Okay, so viel dazu zur Geschwindigkeit und lasst uns noch kurz über die Zielgruppe sprechen, denn ich denke, Sony wollte hier einen Pendant zur Canon R5 liefern, die mich hier gerade, wie gesagt, filmt und das ist eine sehr, sehr gute Kamera und die Sony A7 R5 ist natürlich auch eine sehr gute Kamera und mit vielen Funktionen finde ich sie tatsächlich besser als die R5, außer im Autofokus. Den Autofokus finde ich immer noch besser bei der R5. Ihr könnt anderer Meinung sein und ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Aber die Praxis hat mir gezeigt, dass tatsächlich der Autofokus immer noch hier und da bei der Canon einfach besser ist. Zumindest mit der neuesten Firmware auf der Canon funktioniert das teilweise immer noch besser als mit der Sony. Ansonsten im Portrait-Bereich gibt es keine Unterschiede. Also wenn ein Mensch vor mir steht und ich möchte das Auge tracken, dann wird das Auge getrackt. Oder also der Erwachsene, das Kind, der Hund, die Katze, das wird alles super getrackt und das findet die Kamera auch sofort.
egal welche beiden jetzt hier im Vergleich jetzt mal gedacht, da gibt es keine Unterschiede. Und das macht die Sony sehr, sehr gut natürlich. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Unterschiede, noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, da könnte Sony und da müsste Sony auch nachziehen. Ist die Kamera etwas für Hobbyfotografen? Ja, wer das nötige Kleingeld hat und damit kein Geld verdient, ja, natürlich, ja. Aber ich denke, da reicht die A7 IV auch aus, weil sie in vielen Sachen fast gleich ist und die 33 Megapixel völlig ausreichen. Gerade wenn man an den Workflow am Ende denkt, ich habe es am Anfang auch erwähnt, dann reichen die 33 Megapixel von der A7 IV völlig aus. Und das Display ist gut, der Sucher ist gut, man kann damit super arbeiten. Es gibt für mich keine gröberen Gründe, erstmal zu sagen, die A7 IV ja, müsste man da irgendwie zurückstellen und die A7 R5 nehmen. Das ist Quatsch. Im Gegenteil, die A7 IV hat tatsächlich viele Vorteile. Ich finde, sie ist sogar ein bisschen leichter, auch der Body. Sie ist nicht hochwertig verarbeitet wie die A7 R5, das ist klar. Aber ich kann mir auch so einen Kamerakäfig ringsherum noch kaufen, dann ist sie fast genauso gut geschützt. Also das ist Käse zu sagen, das wäre jetzt irgendwie schlechter. Ja, ich habe den höher auflösenden Sensor hier, wenn ich den brauche und möchte. Ich habe noch ein bisschen mehr Dynamikumfang. Das ist so das, wenn man es braucht unbedingt. Ansonsten nehmen sich die Kameras in vielen Dingen eigentlich nicht. Und auch das Menü ist natürlich inzwischen in vielen Sachen auch fast gleich. Auch wenn es hier wieder ein etwas neueres Menü schon wieder gibt als zur A7 IV. Aber im Großen und Ganzen sind die Kameras in vielen Sachen identisch. Und ich würde den ambitionierten Fotografinnen und Fotografen eher zur A7 IV raten. Es sei denn, du brauchst die Auflösung unbedingt, du willst viel reinkroppen. Oder du hast eben vor, eine Weltreise zu machen und du sagst, ich möchte die beste A7 Kamera mitnehmen mit der höchsten Auflösung, weil ich eben viel im Nachhinein reinkroppen möchte, viele Möglichkeiten offen lassen möchte, dann vielleicht doch eher zur A7 R5 greifen, weil nicht zuletzt auch das Rauschverhalten in der Kamera nochmal deutlich besser geworden ist als zur A7 R4. Die war schon gut, das wissen wir, aber die A7 R5, die ist auf dem Niveau vom Rauschlevel wie die A7 IV mit 33 Megapixel, also fast die Hälfte der Auflösung und hat immer noch fast das gleiche Rauschverhalten. Und das ist schon echt eine Ansage. Also gerade wenn man viel unterwegs ist, viel mit High ISO arbeitet, ist das ein Thema. Klar, man sieht es dann bei ISO 6400, sieht man dann schon deutlich das Rauschen, obwohl andere Meinung sind. Ich finde, man sieht es dann schon sehr deutlich. Das kann man auch wieder rausrechnen lassen mit verschiedenen Programmen. Aber die Kamera hat ein sehr, sehr gutes Rauschverhalten. Und wenn du eben im Nachhinein viel machen möchtest, dann ist es vielleicht eher noch die erste Kamera, bevor man die A7 IV mit nur 33 Megapixel nimmt. Und das ist aber, ja, wie ich gerade eben sagte, nicht zu vernachlässigen. Okay, soviel zur Zielgruppe, soviel zur Nutzung der Kamera. Mich würde interessieren, ob ihr selbst eine A7 R5 bereits habt, denn sie ist ja nun inzwischen auch im Preis etwas gefallen im Vergleich zum Verkaufsstart. Und wenn ihr die Kamera schon habt und eure Erfahrungen damit auch schon gemacht habt, schreibt es mir bitte gern unter dieses Video in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und wenn euch dieses Review gefallen hat und ein bisschen eingeladen hat, jetzt über die Kamera nachzudenken, dann würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen nach oben da lasst, mich abonniert, das würde meinem Kanal sehr helfen, und vielleicht bei Instagram vorbeischaut, denn dort zeige ich regelmäßig, wenn ich mit dieser Kamera, aber auch mit den Objektiven unterwegs bin und bei Projekten bin, da zeige ich regelmäßig, was ich gerade tue und spreche auch darüber und zeige hier und da Kleinigkeiten. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Instagram auch mit vorbeischaut. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat das Ganze ein bisschen gefallen, hat ein bisschen geholfen, hat klar gemacht, ob die Kamera gut für dich ist oder nicht gut ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Oh, I think we're ready to ride.